Und damit herzlich willkommen zu Folge 7 von The Evil Live In 2. Leute, ich könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, hier zu sein. Alter Schwede, war das eine Tortur in der letzten Folge. Großartig, was hier abging. Erstmal chillig ein Käffchen trinken. Ja. Geil. Hammer. Hast du dir wirklich verdient, mein Freund. Und jetzt wirst du hier erstmal schön ein bisschen rumlunsen. Du hier nochmal was findest. Okay, ja. Ja, sehr schön. Hier ist noch was. Rauchbolzen. Diese Armbrustbolzen setzt um die Einschlagstelle herum eine Rauchwolke frei. Manchmal ist ein heimlicheres Vorgehen eine bessere Wahl, danke dafür, als eine offene Konfrontation. Wenn Gegner dich nicht sehen können, ist es einfacher zu entkommen oder einen Schleichangriff auszuführen. Das versuche ich ja die ganze Zeit Spiel, aber es funktioniert nicht. Das Verbessern deiner Rauchbolzen an einer Werkbank kann dir die Möglichkeit verschaffen, Gegner im Wirkungsbereich mit einem Schleichangriff auszuschalten. Ja. Was ist das? Bericht, Rekruten, Betreff, Anwerbung und MU-Sender. Darüber haben wir ja schon mal was gehört. Die Anzahl der Bewerber für die MU-Sender hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der MU-Sender als von der Steuer befreite religiöse Einrichtung hat den Umsatz gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallace, Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige STEM-Kandidaten. Okay, ja. MU-Sender-Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Mobius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörden arbeiten. Die lästigen Vermisstenberichte werden nicht mehr notwendig sein, Alter. Ich empfehle daher, die Anwerbung über MU-Sender zur Mobius-Standardprozedur zu machen, um neue Einwohner zu halten. Die war ein durchschlagender Erfolg. Ja, das ist witzig. Mobius ist ja eh schon so ein Drecksverein, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und jetzt hat sich da, ja, versuchen sie so gesagt, das noch ins Obendrauf zu setzen, indem sie sogar in dieser Welt, wo ja alles schon so erschaffen ist, und so unecht, da jetzt auch noch wie so eine Art Sekte hervorzubringen. Und irgendjemand hat sich ja dafür beworben. Ganz am Anfang habe ich da ja schon einen Zettel bekommen. Und ist natürlich spannend, die Nummer. Oh, herrlich. Darauf habe ich mich wirklich gefreut. Auf diesen Moment. So, wie sieht's denn aus? Schockbolzen, Rauchbolzen. Haben wir jetzt einen? Die würde ich gerne machen. Ist Schnee, Rauchbolzen? Keine Ahnung. Mach mal lieber das nochmal. Dann auf jeden Fall spritzen. So. Ja. Und jetzt geht es natürlich in den Bereich hier. Zwei Stück, wie teuer die sind. Okay, und den Rest halt, ist klar. Pistole. Eine kannst du dann noch. Und noch eine. Eck, sag du, Mundo. Na gut, dann mach doch nochmal so ein. Und dann müssten wir hier durch sein mit der Nummer. So, Waffenverbesserung, Leute. Wie viel habe ich? 200. Wir sind immer noch bei der Pistole.
Und anscheinend ist es egal, welche ich davon aufwerte. Die sind dann beide aufgewertet, so wie mir das scheint. Okay, dann gehe ich natürlich nochmal in die Feuerkraft rein. Nee, ich kann das immer noch nie machen. Das ist natürlich doof. Okay, ja, geh mal raus. Dann machst du mal hier nochmal. Kannst du auch? Nee, alles klar. Na gut, Nachladezeit. Schwierig. Würde ich dann doch jetzt lieber mit den anderen Sachen anfangen. Reichweite erhöht die Durchschlagkraft der Harpunenbolzen. Reichweite erhöht die Schussweite der Hüterarmbrust. Also eher was Allgemeines. Ladezeit. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde mich dann erstmal dafür entscheiden. Reichweite, können wir da noch was? Erhöht die Reichweite der Bolzen. Und ich eigentlich nicht so scheiße. Ja. Okay. Und hier konntest du, genau, hier konntest du ja nichts mehr machen. Jetzt könnte ich natürlich mir die nochmal angucken. Aber ich gehe mal kurz auf die Shoddy und sage, hier nochmal. Feuerkraft ist natürlich minimal, aber ist auf jeden Fall was. Okay. Ja, mach mal auf dem Rückweg, würde ich sagen. Denn ich habe doch übel viel Gel. Genau. Und ich habe ja auch noch die Leichenschrankschlüssel. Wieder da, Detective. Ja, du, echt, Tatjana. Ich sag's dir so, wie es ist, ey. Absolute Katastrophe. Was hier abging, schon wieder in den letzten Stunden. Okay, nee, nee. Mach da immer mal hier jetzt weiter. Okay. Waffenteile? Genau. Und? Spritzi. Na gut. Kann ich mir ja später noch abholen. Von daher. Was war Hammer? Okay, jetzt geht's los. Jetzt muss ich wirklich ein bisschen gucken. List. Flaschenbrecher. Flaschen in deinem Inventar werden automatisch benutzt, damit du dich aus einer Umklammerung eines Gegners lösen kannst. Das ist natürlich super spannend, wenn ich die Axtmanni hätte. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Oh, das ist der absolute Traum. Das will ich unbedingt haben. Unauffällig deine Schritte versuchen, noch weniger Geräusch, sodass ging noch langsamer. Ja. Du kannst Schleichangriffe aus der Deckung um eine Ecke ausmachen. Schleicher 1. Du bewegst dich schneller in geduckter Haltung. Boah. Flaschenbrecher finde ich natürlich auch eine richtig gute Sache. Komm. Flaschen werden aufgebraucht, wenn du dich aus der Umklammerung bestimmter Gegner löst. Die Flaschen werden direkt aus deinem Inventar verwendet. Okay. Haben wir ja gerade gelesen, die Nummer. Huch. Nee, nee, warte mal. Da war ich wieder zu schnell. Denn wir haben ja noch ein bisschen was. Kampf. Ruhige Hand. Verringert das Wackeln der Zielfe beim Schießen noch mehr. Waffen wie Messer und Extraversion noch mehr Schaden. Ja, aber ich glaube, dass hier mal was wichtig ist, Chancen, einen Angriff automatisch auszuweichen, der dich verletzt hätte. Steigert das Maximum der Ausdaueranzeige.
Regeneration beschleunigt. Okay. Der Rest wird zu viel kosten. Guck nochmal bei Heilung rein, weil du da noch gar nichts hast. Okay, dafür reicht es ja auch nie, ne? Okay, dann sparen wir jetzt wieder, Leute. So, meine Gute, hast du noch was zu erzählen? Meinen Sie nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen? Ja, da hast du absolut recht. Ja, wir mögen uns. Man merkt es direkt. Also. Okay, ja, schon, Leute. Halt, stopp. Da ist er doch. Hallo. Denn wenn ich mich recht erinnere, bekommen wir ja da auch ein bisschen Talk mit Kidman. Bist denn du? Ah, hier. Okay, genau. Hey, Kidman. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Beacon. Mein Leben geriet schon vor diesem Albtraum außer Kontrolle. Aber in Ruviks Kopf zu stecken, das hat mich verändert. Ja. Sie sagten, ich hätte mir alles nur eingebildet. Aber ich hätte mir das alles nicht erträumen können. Du brauchst mich nicht zu erinnern. Ich war auch da. Ja. Deine Leute bei Mobius hatten keine Skrupel, dich in Gefahr zu bringen, oder? Vielleicht. Aber wäre ich nicht da gewesen, wären wir wohl nicht rausgekommen. Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich rausgekommen bin. Und jetzt bin ich in einem anderen Stem. Und ich bin immer noch da. Wir kommen hier lebend raus. So wie das letzte Mal. Ich hoffe, dass du recht behältst. Ja, Ruvik war, das kam doch zwischendurch mal, war der Antagonist aus dem ersten Teil, wo er ja auch schon mal meinte, dass er halt in seinem Kopf war, also in seiner erschaffenen Welt, so gesagt. Er hat ihn ja selber als Serienkiller bezeichnet. Und dieser neue Dude hier, den ich ja bisher eigentlich nur in der ersten Folge gesehen habe, glaube ich. Ich glaube, das ist die neuere Variante aus dem Teil jetzt. Noch und ja, es ähnelt sich natürlich. Was gibt's? Ich kann nicht glauben, dass Lilly noch lebt. Das Feuer. Lilly ist nicht im Feuer gestorben. Das weißt du jetzt. Sag das meinem Hirn. Und den Albträumen, die mich seit Jahren heimsuchen. Warum sie? Es gibt so viele kleine Mädchen auf der Welt. Warum meins? Ich weiß es nicht, Sebastian. Mobius hat Lilly entführt, lange bevor ich dabei war. Ich weiß, du glaubst nicht an Zufälle. Aber vielleicht siehst du ein Muster, weil du es willst. Weißt du, manche Verbrechen passieren einfach. Ohne wirklichen Grund. Sie war einfach zur falschen Zeit, am falschen Ort. Nein, das kann ich nicht glauben. Wie auch immer, das Feuer ist eine Erinnerung, die du beseitigen musst, Sebastian. Es war nicht deine Schuld, dass es dazu kam. Und du hast Lilly nicht deswegen verloren. Vergiss das nicht. Ja. Oh. Mauzi. Danke, Kätzchen. Mir für jedes jetzt was gegeben. Oh. Dankeschön. Behalte ich natürlich in Erinnerung. Okay, Leute, haben wir alles. Ich denke schon, gleich nochmal den Waffencheck machen, weil ich das ja eh immer so gerne mache. So, und guck jetzt gleich mal. Achso, du kannst die ja. Ich vergesse immer, dass ich die hier nie verwenden kann. Ist immer so ein bisschen doof. Okay, ja. Das ist Schoggy. Ich würde aber gerne zu den normalen Bolzen wechseln. Genau, cool. So, noch einmal speichern, Leute. Und dann geht die Party ja wieder los da draußen, ne? Ist klar. Okay, können wir jetzt mal was überschreiben, oder? Ja. Mach das doch. Ja, cool. Okay, ja.
Und wieder zurück in den Albtraum. Und da war ja jetzt, stimmt, da war jetzt noch so ein Computer. Vielleicht kann ich da ja auch wieder irgendwo hinreisen. Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Und an was ich auch denken muss, ist, dass in der Nähe von O'Neills Unterschlupf auch noch so ein Schockbolzen Ding war, so ein Verteilerkasten. Ja. Guck doch mal, wo Lilly jetzt ist. In die Richtung. Was ist da? Okay, toter Mobius. Ja, ja. Okay, Leute. Ich bin wieder ready, würde ich sagen. Ready for nix, Shitty. Ja. Natürlich werde ich jetzt hier gleich empfangen. Wahrscheinlich. Otzenmoni, richtig gut. In Nähe. Ich hab schon wieder. Nein. Ich wollte die zwei haben. Und da mal nachladen. Genau. Jetzt haben wir es, Sebastian. Richtig gut. Na, guckt euch die an, wie die hier lauern. Oh, okay. Was seid denn ihr, Freunde? War ich da drüben schon? Wahrscheinlich nie, oder? Guckt euch das an, wie viele hier unterwegs sind. Super unheimlich. Denn natürlich rechne ich die ganze Zeit damit, dass die Ohr alle aufstehen jetzt. Das Uni raus, ne? Egal, ob das jetzt so ist oder nee. Es braucht, also der Nervenkitzel sagt, es braucht jetzt nur einen Trigger-Moment, um dieses Event auszulösen. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass ich wirklich jetzt ein bisschen schneller bin als vorher. Ist da was? Aber warte mal kurz. Kommst du hier hoch? Nee. Schade. Schade, schade, schade. Da ist jemand in Schwierigkeiten. Oh. Oh Gott! Nein! Diese Dinger bringen sie um, wenn ich nichts tue. Okay. Hallo. Oh Gott. Nimm doch bitte dein. Haben wir noch einen anderen? Guckt euch das an, wie die unterwegs sind. Riese. Hau ab. Okay, erstmal den Saft. Weil der gibt mir Kraft. Oh, ich hoffe, ich habe ihr jetzt geholfen. Okay, sie ist jetzt halt. Okay, schleich mal. Ich krieg's zu dir.
Noch mit einem Schleichangriff. Damit du wenigstens so ein bisschen was sparen kannst. Die ist ja jetzt anscheinend beschäftigt. Ja. Alter. Danke. Okay. Alles gut, Sie sind tot. Bitte machen Sie auf. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Oh, Mensch, ist die gut. Hallo. Grüß dich. Mach nix, steh auch auf. Danke. Sie haben mich gerettet. Ich dachte schon, das war's. Alles gut. Beruhigen Sie sich. Was ist da draußen los? Woher soll ich das denn wissen? Ich könnte Sie doch genau dasselbe fragen. Ich bin gerade erst angekommen. Ich weiß noch weniger als Sie. Ach ja? Wie heißen Sie? Sebastian. Sebastian Castellanos. Tja, dann wissen Sie mehr als ich. Ich weiß nicht mal mehr meinen Namen. Oder welcher Tag heute ist. Oder wo ich überhaupt bin. Gott, was ist nur los mit mir? Versuchen Sie, sich an irgendwas zu erinnern. Gerade saß ich noch bei dieser asiatischen Ärztin im Sprechzimmer. Ist das Pandoria? Auf einmal bin ich in dieser fremden Stadt, habe fremde Sachen an und dieser Kerl sagt, er sei mein Ehemann und glaube, oder? Soll. Ich bin nicht mal verheiratet. Nichts hier ist real. Unmöglich. Sorry, dass ich da jetzt so reingelabert habe, aber ich irgendwie möchte Sie etwas fragen. Die Stimme. Ich suche meine Tochter. Sie ist erst 6. Und sie heißt Lilly. Da draußen waren keine Kinder. Nur diese Dinger. Verdammt. 6 Jahre alt? Oh, das tut mir leid. Arme Kleine. Ganz allein da draußen. Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen. Ich auch. Aber ich gebe nicht auf, bis ich sie gefunden habe. Gott. Ja. Sie sind also erst vor kurzem hier aufgewacht? Stunden, Tage, ich weiß es nicht. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist dieses Sprechzimmer. Welches Sprechzimmer? Weil ich Geld brauchte, meldete ich mich freiwillig für diese Schlafstudie. Mir wurde Blut abgenommen und ich wurde untersucht und dann stellte mir diese Asiatin den ganzen Tag Fragen und ich verstehe nicht, was hier passiert. Sagt Ihnen der Name Mobius irgendwas? Ich glaube nicht, aber ich kann mich ja auch kaum an etwas erinnern. Ja. Was wissen Sie über diese Dinger da draußen? Nichts. Nur, dass sie einen umbringen, wenn sie die Chance dazu haben. Machen Sie einen Bogen um die. Irgendeine Ahnung, wo die herkommen? Mein angeblicher Ehemann benahm sich plötzlich so komisch. Er sah sich ständig um, aber ich sah da nie was. Und dann fing er auf einmal an zu schreien und veränderte sich. Die Haut platzte auf. Es war so schrecklich. Und dann ging er auch noch auf mich los. Dann waren die Dinger also mal normale Menschen. Aber warum verwandeln sie sich? Ich weiß es nicht. Ich kann ihnen nicht helfen. Okay, ja. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Bleiben Sie hier. Verschließen Sie die Tür. Draußen ist es nicht sicher. Ich setze bestimmt keinen Fuß vor die Tür. Ich danke für Ihre Hilfe. Sehr gern. Wenn Sie irgendwas Nützliches finden, nehmen Sie es ruhig. Danke, aber ich habe es auch ehrlich gesagt schon gesehen. Ich hätte es ja wahrscheinlich auch so abgezogen. Sorry. Aber okay, das muss ich dann nochmal googeln, Leute. Ich habe so viel von ihr gesehen, dass ich die Stimme auch erkenne. Und ich bin mir wirklich sicher, dass sie das ist. Richtig cool. Okay, Leute. Nachladen, klar. Und ich habe so gesagt so eine kleine Nebenquest von ihr jetzt bekommen. Und das finde ich natürlich auch super. Nein, jetzt hast du... Ach Mensch. Da habe ich doch aus Versehen auf die Heilmittel gedrückt. Ich würde gern mehr für sie tun. Aber wenn ich Lilly finde, wäre das für alle hier das Beste. Da hast du natürlich absolut recht, Sebastian.
Nee, oder? Ich glaube, ich tode. Ich glaube, ich... Nein! Ja, das finden wir da alle geil. Alter, jetzt habe ich wegen einem so viel verballert. Ich glaube es nicht. Geh in die Ecke und schäm dich. Oh Mann, ey. Was soll ich sagen? Das ist unfassbar, ey. Ich glaube es wirklich nicht. Aber die Flaschennummer hat richtig gut funktioniert, würde ich sagen. Das war, da hat sich das Gel auf jeden Fall gelohnt, Leute. Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwie da hoch, ne? Aber lohnt es hier dann nochmal kurz? Hier war es da, stimmt, ich kann mich auch erinnern. Und von da habe ich ja auch dieses komische Monster gesehen. Nur wo ist jetzt Lilly? In dieser Richtung. Okay. Ist recht. Alter Schwede, ey. Ich fass es nicht. Ein Zombie in der Kiste. Und dass da überhaupt ein Zombie in der Kiste ist. Kann's wirklich nicht glauben. Diese Schweine, ey. So, war ich hier schon drinne, Leute? Kann sein, ich weiß es nicht. Ich guck nochmal kurz. Hallöchen. Ah ja, stimmt. Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Wir haben ja die hängende, verschleierte Frau kennengelernt. Ah ja. Das ist ja großartig. Guckt euch das mal an. Diese Säcke. Okay, dann ist das nie unser Weg, den wir gehen werden. Definitiv nie. Werde ich jetzt da außen rum gehen. Die da alle jetzt am Latschen sind. Unfassbar, ey. Genau, gehen wir jetzt da außen rum. Das da oben, das gefällt mir überhaupt nicht. Guckt euch das an. Da oben auch. Überall sind die hier um dieses Vieh verteilt. Das wird lustig werden. Okay, hier ist natürlich jetzt auch wieder irgendeiner. Ja. Schön wegloggen, bitte. Weil... Hä? Das wäre überhaupt nicht geklappt. Damn, Alter. Okay. Jetzt nicht, wie du es gemacht hast, aber irgendwie hast du es hingekriegt, mein Freund. Okay, wartet mal kurz. Okay. Ich mache leider einen doofen Fehler. Und zwar drücke ich immer auf 5. Das bedeutet, ich muss mir jetzt mal die Sachen anders hinlegen. Du kommst jetzt mal auf die 8. Danke. Damit mir das nie passiert. Ich habe jetzt alle meine Health-Items verballert, Leute. Durch die Aktion. Weil ich da immer auf diese Taste komme. Dann kommt der Kollege jetzt auf die 3.
Nee, nee. Du sollst doch auf die 8. Du auf die 8. Du auf die 4. Wo machen wir das jetzt? In der Hoffnung, mir passiert das nicht noch 1000 Mal. Okay, reicht. Das ist echt dumm. Das ist sogar richtig dumm, was ich hier mache. So, was hast du denn jetzt ausgerüstet? Auch? Aber wir haben doch noch Schoggi, oder? Ja. Sehr schön. Okay. So, jetzt können wir ja wenigstens das Item hier holen. Nee, nee, nicht klettern, sondern... Ja, ja. Prima. Okay. Naja, Lilly ist jetzt natürlich sehr schön bewacht, ne? Ist klar. Also, hier kommst du nicht durch. Tragisch. Und wir müssen das Feld, so gesagt, von hinten aufräumen. Ich weiß nur nicht wie. Denn ein Fehler und ich habe die alle an der Backe, ne? Das wissen wir ja auch. Dass das... Guckt euch das nämlich mal an hier, du Scheiße. Das ist uncool. Da hinten ist noch der Kollege. Okay, den müsste ich eigentlich von hinten kriegen. Gruselig, wie die ihn dann auch noch so angucken, ne? Scheiße. Steht halt richtig scheiße, ne? Bewegt sich auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich... Wie haben wir jetzt gesagt? Den mal hinloggen. Genau, dass der sich jetzt wenigstens mal bewegt, der Sack. Und auf dem Rückweg schnappe ich mir den. Wenn es geht. Gehst dich um und gehst wieder zurück? Oh, jetzt hat er mich fast ausgetrickst. Ich wäre fast raus jetzt aus dem Busch. Gehst du? Ah, nee, das war dumm. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Okay, den haben wir. Den haben wir, Leute. Das ist super, super gelaufen. Und hier musst du jetzt aber aufpassen. Macht man das mal. Ich könnte jetzt eh natürlich rausloggen wieder. Mit meinem Fläschchen. Nur, so wie ich das verstehe,
müssten die ja eigentlich später kommen, oder? Ja, ja, na klar, ist es so. Ich bin ja auch so eine Maus. Natürlich doof. Naja, die Brüder, die Zombie-Brüder. Okay, das bringt mir gar nichts. Ich verstehe. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich einen jetzt machen. Scheiß drauf. Bei dem anderen renne ich weg. Ja, und tschüss. Oh Gott, ist das ein Kitzel. Boah, ist das unangenehm. Ja, ich würde jetzt halt warten, bis der wieder im Fräsen ist. Eigentlich fressen die ja nie wirklich, sondern die verstümmeln ja eigentlich nur die Leichen. Wenn man es mal ganz genau sieht. Was ich übrigens auch interessant finde. So, fall aber jetzt nicht sofort drauf rein, ne? Du weißt, dass die auch manchmal noch... Oh Gott, ist das schlimm mit diesem Kraut hier. Guck mal hier an der Seite irgendwie raus, weil... Da gar nichts. Da wieder zurück. Ja, der ist wieder am Arbeiten. Geil. Hallöchen. Genau, vielleicht. Witzigerweise sind die dahin ja nie auf mich aufmerksam geworden. Was ich super interessant finde. Okay, die Mutter. So nenne ich sie jetzt mal. Ja, Sebastian, richtig gute Aktion. Links, haben wir nämlich nicht mehr. Und wieder weg. Weg, 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 weg. Alter Schwede. Okay. Sehr geil. Okay, hier sind natürlich auch Zombies, ne? Ja, eigentlich. Einer motzt hier auf jeden Fall. Okay, ja, lasst uns da nochmal jetzt genau gucken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwie da hoch müssen, wo diese Lichter brennen. Mobius und... Ja, wir müssen genau da hoch. Ja, natürlich klar. Ich laufe jetzt schön am Rand lang. Und ich bin mir auch sicher, dass hier noch irgendeiner rumrennt. Alter Schwede, ey. Guck mal, das Pflänzchen, das kannst du dir da jetzt mal holen hier. Sehr schön. Und dann kannst du nämlich allen weismachen, dass du nur wegen der Pflanze hergegangen bist.
Ja. Teespulver. Oh. Das Silberkorb enthält Medikamente, die eine mittlere Menge Gesundheit wiederherstellen. Besser als eine Spritze. Erste Hilfe-Cover können aus Kräutern hergestellt werden. Na, das ist doch interessant. Immer. Okay. Und der Witz ist, dass ich jetzt gerade merke, dass man die Zombies gar nicht machen muss, sondern man könnte eigentlich direkt hier den Weg lang gehen und hätte die auch alle umgehen können, tatsächlich. Aber ich will ja natürlich auch so ein bisschen Geli. Pitstop. Prima. Stehen haben wir es denn? 40 Minuten, Leute. Ja. Ja. Jetzt. Wenn ihr mit R irgendwie? Ja. Was zur? Okay, die ist jetzt halt hier reingegangen. Machen wir auch sofort. Guck dann nochmal, ob du hier was findest. Ja, ob wir jetzt noch looten können hier. Okay. Sind die von Lily? Hat die weiße Farbe an ihren Händen? Auch nicht normal. Lily, bist du hier? Ja. Yeah. Ich bin's. Wo ist sie hin? Der Schwarz-Weiß-Optik finde ich halt auch immer richtig cool gemacht. Auch. Ach ja, guck mal. Ja. Ist anscheinend. Also sie ist auf jeden Fall real. Lily. Können wir ja schon mal festhalten. Alles gut. Ich bin's. Verdammt. Okay, ganz ruhig. Wie komme ich da rein? Jetzt bin ich mal gespannt. Hier abgeht. Hier, Püppchen. Ja, ihre das Puppe. Ist ihre Puppe, genau. Lily war hier. Oh. Oh, das ist ja cool. Okay, das ist ja richtig gruselig. Ja. Lily. Oh Gott, sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Okay. Suche nach Hinweisen. Ja, er hat es ja eigentlich selber schon gesagt, wo wir hin müssen. Ja klar, sie wird halt benutzt, ne? Ich bin mir auch sicher, dass Mobius nie ohne Grund genau seine Tochter genommen hat. Also Kidman wollte das ja so ein bisschen abwürgen, aber... Ganz ehrlich, der Frau ist eigentlich auch nie zu trauen. Oder ich traue der auf jeden Fall nie.
Alleine schon, weil sie für diese Organisation arbeitet. Und von daher, ja, das ist absolut klar. Mich. Es wäre eher überraschend, wenn herauskommt, dass sie andere Zwecke hätte oder so. Also, Lilly, um da in, in diese Organisation gegangen zu sein. Okay. Überhaupt nicht gruselig. Was zur? Okay, neues Signal, oder? Noch ein Signal. Ja. Gut. Ich komme, Kleines. Halt einfach durch. Wo bist du? Okay. Ruft sie jetzt nach mir? Wo bist du? Kann aber nicht sein. Wo ist? Ja, ich weiß auch nicht. Zieht euch das mal rein, ey. So cool. Krank das auch wäre, wenn man zum Beispiel mal auf diese Plattform kommen würde und dann auch so in der Luft laufen würde. So kopfüber oder so. Wäre auch richtig abgefahren eigentlich. Okay, ja. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh oh. Irgendwas, was kriecht. Ach du Scheiße. Was ist? Kann ich nur so reagieren. Alter. Sind ja wie die Licker, ey. Ist schwierig. Alter, schwierig. Kann die mir natürlich gar nicht angucken. Und hier ist jetzt noch eins, ne? Denk dran, bitte. Alter. Fuck you. Oh Gott, und die wird man so scheiße sehen in dem Gebüsch. Oh mein Gott, die Schweine. Wo ist denn dein Kumpel hin? Ist irgendwie weg jetzt. Oh Gott, ich trau überhaupt nicht. Okay. Alter Schwede, ey. Oh nee, das ist ja richtig unheimlich. Oh fuck. Oh Gott. Okay, Leute. Ich würde mit euch zurück zu meinem Speicherpunkt gehen. Und dann schauen wir auf jeden Fall mal. Ja. Der Gegner da unten. Ich fasse es nicht. Diese Schweine. Alter, du darfst dich hier wirklich nie sicher fühlen, ne? Also wirklich nie. Denn guckt euch das an. Ich bin ja extra... War ja absolut. Oder ist das wieder ein anderes Haus? Ich kann es eigentlich auch nie wirklich sagen. Mach das mal. Was ist denn du? Irgendwo hier. Ach, den habe ich ja gehört. Ja, ja. Mit denen noch machen, Leute.
liebe das Rollen. Okay, dann kannst du aber die Kisten auch noch holen. Ich bin da hinten gar nicht gewesen, Leute. Ich hab's orientierungsmäßig. Hab ich mich vertan gerade. Hier kannst du jetzt wieder hochklettern. Alter Schwede, ey. Ja, stimmt, den habe ich ja vor uns die ganze Zeit gehört, ne? Kommst du hier raus? Irgendwie? Schleichen oder so? Nö. Okay, wir sind mal gefangen jetzt. Ist tragisch. Gehen wir halt den anderen Weg nochmal. Ein Zombie weniger, Leute. Das ist doch beruhigend. Was nicht so beruhigend ist, sind diese komischen Leger of the Evil Within Art. Denn da werde ich definitiv noch einen Herzinfarkt kriegen, wenn die plötzlich in den Busch kommen. Das weiß ich jetzt schon. Scheiße, ey. Okay. Oh, okay, 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 okay. Und ich bin drin. Danke. Danke, lieber Gott, wirklich. Okay, Leute, wie sieht's denn aus? Okay, ja. Ich mache wieder Speicherino und wird beim nächsten Mal wieder mit euch am Anfang kurz mal ein bisschen Muni machen und so. Wie ist denn das jetzt hier? Ne, den Fünfer will ich jetzt eigentlich nicht sofort. Macht doch den jetzt, oder? Genau. Sehr schön. Okay, gutes Gefühl, Leute. Dann sage ich für heute vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gewohnt noch mal einen Blick auf die Map. Hier ist Lilly. Da sind wir relativ nah dran. Abtrünnigen. Das ist... Okay, die habe ich ja auch alle noch nie hier. Heile fürs Präzisionsgewehr. Ja, also da haben wir jetzt hier in der Umgebung ist eine Menge noch zu machen, ne? Und eigentlich Werkbank. Hier ist noch genau Besucherzentrum, müsste das sein. Genau bei dem Eingang Waffenarsenal, da ist auch dieser Verteilerkasten, wo ich mit dem Schockbolzen nochmal ran muss. Genau, aber hier, das wird bei uns jetzt beim nächsten Mal ein großes Thema sein. Okay, Leute, da haben wir doch einen Plan. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Tschüss.